Grüße euch. Ich möchte euch heute Schalenwerkzeuge zeigen. Also wenn ich eine Schale zeichne, ich nehme jetzt mal die ganz normale Schale und die extrudierte Geometriemethode. Und ich beginne zu zeichnen, dann fragt er mich zuerst um den Extrusionsvektor, also das Langziehen in der Schale. Und dann fragt er mich nach der Schalenform. Steuerung 3. Sieht man eben so auf. Was ich jetzt schon drinnen habe, ist sozusagen dieser Extrusionsvektor nach unten. Wenn ich bei der Schale zum Beispiel jetzt Steuerung HTST zum Projekt Ursprung die Höhe, ich gebe es mal auf 0 rein. Okay, dann sieht man, wie das Ganze springt. Und hier kann ich die Höhen genauso verstellen. Was kann ich oben noch machen? Ja. Wird einfach einen Meter nach unten gesetzt, die ganze Geschichte. Mit dem Trimkörper, den ich jetzt eingeschaltet habe. Also Ansicht, Bildschirmdarstellungsoptionen, Trimkörper. Genau wie beim Dach. So, jetzt beginnen wir mal Löcher reinzuschneiden. Also ich aktiviere die Schale, gehe auf Planung, Schale, Loch in Schale erstellen und kann dann einfach ein Loch reinschneiden. Wenn ich das Loch in 3D aktiviere, sehe ich aus diesem Rausschneidekörper. Steuerung O, Schreib E. Ich kann diesen Rausschneidekörper natürlich auch dann kopieren. Versuchen wir mal Steuerung D. Wenn ich jetzt hier drinnen bin, kann ich es im Grundriss drehen. Es müsste auch möglich sein. Bearbeitungsebene, nochmal. Bearbeitungsebene, Ebene aufnehmen. Ich sage hier und hier und dieser und dieser. Und jetzt drehe ich diesen Körper. Das heißt, man kann diesen Körper getrennt bearbeiten, man kann Löcher rausschneiden. Und es ist in Wirklichkeit dann zwar im Grundriss, wie ich es reingezeichnet habe, war es gerade nach unten, aber sobald ich es als Körper behandle, kann ich es im Raum drehen, wie ich es will. So, was geht noch? Ich kann Schalenkonturen definieren. Also, Planung, Schale, Schalenkontur definieren. Und jetzt zeichne ich einfach die Schalenkontur. Ganz wild. Um zu zeigen, was alles möglich ist. Wenn ich das Ding jetzt in 3D betrachte, man kann es sogar komplett auseinandernehmen, die ganze Geschichte, dass ich dann zwei Schalen habe, die aber miteinander verbunden sind. Das heißt, ich kann um anlaufende Gebäudeteile die Schale recht gut anpassen. Und was natürlich immer noch geht, das haben wir im letzten Tutorial, ich kann immer noch dieses Profil schnappen, gerade stellen, braucht er wenig. Und im Nachhinein immer noch die Kontur der Schale verändern. Wie ich es gerade will. Das heißt, man kann da relativ gut gestalten mit einer Schale. Man kann Dachflächenfenster reinschneiden. Wobei man da allerdings etwas aufpassen muss, dass es sich mit dem geraden Einschnitt dann auch wirklich ausgeht. Also sonst funktioniert es wie im Dach. Es ist etwas schade, dass es nicht möglich ist, normale Fenster reinzuschneiden, aber es geht. So, was kann ich noch? Ich kann die Schale drehen. Das heißt, ich kann sie natürlich auch in 3D drehen, aber ich zeige es jetzt mal mit der Ansicht. Im Gegensatz zu anderen Bauteilen, Steuerung D, wie der Wand oder dem Dach, ist eine Schale drehbar. Das heißt, wenn ich jetzt nicht unbedingt eine runde Schale mache, sondern ein normales Satteldach, könnte ich auch ein schräges Satteldach einbauen. So, ich kopiere mir das jetzt mal und zeige dann was hier. Steuerung groß E.
Wenn ich hier eine Textur anwende, zum Beispiel, ich mache das mal für beide, Steuerung 3, Steuerung 0, dass man beide sieht, so. Diese und diese, Steuerung halt das T, kann ich ja Oberflächen überschreiben. Ich nehme diese Oberfläche und ich möchte hier Metallstehfalz. Okay. Dann sieht man, dass der bei der Darstellung irgendwo dann Schwierigkeiten hat und das dann umdreht. Das heißt, wenn ich dann jetzt wirklich die Schale herumlaufen lassen will, und das hängt jetzt nicht davon ab, dass das Ding jetzt schräg gestellt ist. Also wenn ich die Schale jetzt mal gerade stelle, Steuerung hat das T, ich gehe jetzt, wir hören ihn gar nicht. Okay, muss ich ihn, mache ich in der Ansicht. Ich stelle es nochmal gerade, Steuerung D. Das war was Falsches, zurück. Ich muss den Extrusionsvektor erwischen. So, Steuerung 3. So hat das auf die Textur trotzdem keine Auswirkung. Wenn ich hier bei so einer runden Schale die Textur richtig rumlaufen lassen will, muss ich dann mit dieser Funktion arbeiten. Das erkläre ich später. Das heißt, hier muss ich mir eine Textur besorgen, die anders verläuft. Ich gehe mal kurz rein. Dokumentation, ne? Optionen, Elementeattribute, Oberflächenmaterialien. Ich suche mir jetzt nochmal Metall-Stehfalz. Hier sieht man ja die Stehfalze gerade herumgehen. Reine Textur. Ich dupliziere mir das, also neu, duplizieren. 90 Grad gedreht. Okay, und drehe mir hier die Textur um 90 Grad und weise dies einer der Schalen jetzt mal zu. Diese hier. Dann bekomme ich zwar, aber hier ist es trotzdem auch wieder gedreht. So, ich nehme jetzt das mal weg und zeichne es mit der nächsten Funktion, also mit dieser hier. Das heißt, hier wieder, diesmal nicht den Extrusionsvektor, sondern das Anfangsprofil, der Extrusionsvektor, das Endprofil. Na komm. Und ich weise jetzt dieser neuen Schale wieder die Texturen zu. Das heißt, das hier, 90 Grad gedreht. Okay. Also hier sieht man es, kommt kein Fehler. Und ich kann hier ganz genauso das Ganze machen. Gehen wir mal zurück. Ja, ich mache es gleich hier. Hier dasselbe. Würde ich gerne was gerade. Ich mache mit Absicht hier ein bisschen was anderes, dass man den Unterschied dann kennt. Also hier ist es dann egal, wenn ich was rund mache. Es ist jetzt momentan eingestellt auf einfach oder, also hier wird es abgerundet und hier wird es komplex. Ich mache das hier auch rund. Also hier kann ich die beiden Punkte dann zueinander laufen lassen und hier versucht er es dann möglichst auszurunden mit diesen Optionen. So. Auch diese Schale könnte ich wieder Löcher definieren, Dinge einsetzen. Also
Wenn ich jetzt mit dem Blechdach eine genaue Ausrichtung haben will, ist diese Möglichkeit mit der Textur dann wesentlich geschickter als diese Möglichkeit. Dann gibt es noch eine dritte Version der Schale. Alt-Klick. Nämlich diese hier. Ich bestimme einen Radius, ich bestimme einen Winkel. Alt-Klick auf diese Einstellung, Steuerung, Alt-Klick auf diese Einstellung. Das heißt, ich brauche in Grundnummer zur Blechdachdarstellung zwei Texturen, damit ich das richtig einstellen kann. Und natürlich kann ich es auch komplett zusammensetzen. Was immer geht mit den Schalen, kurz zu zeigen, Steuerung groß E. So, mal unten reinschauen. Beide markieren. Rechte Maustaste. Verbinden. Elemente mit Dachschale trimmen. Trimmen. Und ich bekomme saubere Untersichtschnitte. Ich nehme das jetzt wieder mal raus. Und das jetzt auch. Also hier kann man alleine schon hiermit recht interessante Effekte erzeugen, wenn man sich mit so etwas spielen will. Und was auch natürlich geht, ich kann jederzeit das Ganze auch gerade stellen, die Höhe verändern, neue Punkte setzen. Wieder Ausrundungen oder Einbuchtungen machen. So. Man kann sich hier richtig ordentlich spielen damit. Und das geht natürlich auch mit allen Schalen. Steuerung B. Verbinden, na nochmal, rechte Maustaste, verbinden, Elemente mit Dachschale trimmen, trimmen und alles, was darunter ist, wird durch diesen Körper einfach weggeschnitten und bleibt wunderbar miteinander verbunden. Das heißt, wenn ich das jetzt herausdrehe, Steuerung D, na, kann ich hier machen, so, dass es etwas komplexer wird. In diesem Fall hätte ich natürlich hinten einen Dachgletscher gebaut. Irgendwo hier. Aber man sieht, was möglich ist. Also mit Schalen kann man wirklich schön gestalten. Selbst wenn ich das jetzt noch drehen würde, aufdrehen würde, könnte man einige Dinge machen. Gut, das war es dann wieder mal. Bis hierher und schöne Tage.